Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer letzten Live-Sendung leider. Das Semester ist rum. Es ist unsere letzte Sendung, unsere letzte Live-Sendung. Ja. Und im Studio sind gefühlte 150 Grad. Abartig heiß. Ja, es ist sehr, sehr warm. Aktuelle Neuigkeiten derzeit. Pokémon Go. Ja. Läuft, ne? Hast du auch? Ja. Ja, ich muss gestehen. Ja, ich auch. Es ist ja absoluter Hype jetzt mit diesem Pokémon Go. Ihr habt es bestimmt schon in den Nachrichten gehört. Wir sind leider auch infiziert. Also die Hälfte vom Team, die andere Hälfte, die sagt, nee, sind wir zu cool für. Aber nee, Spaß. Aber ja, hier in der Uni gibt es ja auch viele Stationen für Pokémon Go. Super viel. Und du siehst immer, wir waren letztens in der Stadt, haben wir selber gespielt, mein Freund und ich, sind wir durch die Stadt gelaufen und dann haben wir gesehen, ah, der spielt, der spielt, der spielt, der ja. spielt. Der kennt sie überall alle, weil die da stehen, ne? Und dann ne, mit dem Mischen und diese Sammelpunkte, ne, wo es dann viele Pokémons gibt. Dann standen wir da letztens vom Starbucks mit 20 oder 30 Leuten in der Gruppe und haben Pokémons gesammelt. Also, das geht auch nicht bei uns Studenten hier vorbei. An der Uni auch viele Treffpunkte. Und, ja, da ist ja immer irgendwo ein Lockpunkt. Ich hatte gestern eine Stunde Mittagspause, da bin ich nur von Punkt zu Punkt zu Punkt und habe geguckt, was Spannendes gibt. Aber man läuft mehr, oder? Ja, ich laufe tatsächlich mehr. Ja, ich auch. Ich will ja, dass meine Eier schlüpfen. Genau. Das, ja, genau. Und anstatt, wir wohnen ja am Landwehrplatz und dann gehen wir immer an der Europagalerie essen und anstatt mit der Bahn dann zu fahren, sind wir einmal rechts, links, dann rechts, dann sind wir noch Berliner Promenade, dann sind wir nochmal nach rechts. Also anstatt so, sind wir dann so gelaufen. Aber man bewegt sich mehr. Ja, also für die Also so aus Nostalgiegründen ist es halt irgendwie cool. Ne? Ich habe das früher schon so auf meinem Gameboy immer gespielt. Und das stimmt. Kann man schon haben, ne? Ja. So, dann jetzt zu unserer Sendung. Wir haben ja jetzt ein Semester lang schöne Beiträge immer gefilmt, geschnitten und gedreht und so. Und da sind aber auch immer witzige Sachen passiert. Ja, ne? Also zwischenzeitlich ist echt zum Teil sehr Lustiges passiert. Genau. Was wir nicht immer zeigen konnten, ne? Ja, und zwar unsere Outtakes. Und das wollt ihr dann bestimmt auch mal sehen. Ist ganz witzig. Es gibt auch was zu lachen. Ja. Und so was hinter den Kulissen so Witziges passiert ist, unsere Outtakes, die zeigen wir euch jetzt. Das ist wichtig, das muss professionell sein und unterhaltsam. Hier ist unser Studio. Hier sind die Stative. Ich auch. Oh, Scheiße! Dass das Studierendensekretariat auch ans Telefon geht, wenn man anruft. Eh nicht genau die Kamera und dann rede ich so, wie ich jetzt da gerade rede, ja, und dann treffe ich, ja, das ist schön, dass du dir das gefällt, das ist auch gut so, Making of macht immer Spaß, ja. Ist M&L aus? Nein. Können wir mal bitte die Kamera aussortieren, das muss doch an der liegen. Mehr vegan oder mehr Fleischgerichte. Soll ich das Ganze nochmal neu? Wir können Sie schneiden dann rein. Ja. Und diesen Beauty-Mindmap mit den ganz schönen tollen Tipps, den seht ihr jetzt. Oh Mann, das wird nicht schade. Guck mal, mit was für einer Hand ich das gemacht habe. Ich hätte manchmal voll die Zitteranfälle. Mal gucken, was heute im Backofen ist. Oh, ein Auflauf. Du hast alles, was ich esse, schon
Andenken. Sie verzeihen, dass ich direkt. Ja. Hast du mich jetzt damit angefangen? Nein, das war wieder. So. Machen Sie, was Sie wollen. Mir ist das jetzt wurscht. Das letzte Bild, das ist, finde ich, ein sehr schönes Bild. Die letzte Szene, wo wir alle zusammen waren. Ja, ist irgendwie jetzt doch schade, dass es vorbei ist. Ja, man wird schon ein bisschen traurig. Weil wir sind so ein schönes Team, wir verstehen uns alle. Ja. Oh, hast du mir leid, es ist mir so heiß. Es ist so warm hier drin. Wir sind ein super Team geworden. Wir sind ja auch privat, sind mal befreundet jetzt. Ne? Also es ist schon schade. Ja, es ist irgendwie ein bisschen traurig. Nein, aber wir sind ja noch nicht am Ende jetzt. Ja, wir haben ja noch ein bisschen. Wir haben noch heute. Eine wir genießen das jetzt Viertelstunde noch. Oder so. Ja, wir genießen ja. Das jetzt noch. Genau. Wir waren euch ja noch was schuldig. Und zwar den Beitrag darüber, wie wir Burger essen waren. Mhm. Mit dem Gewinner der Cube-Formel. Das war ja die Bundeswehr. Und daraufhin haben wir auch noch mal beim Herrn Eberling eingefragt, ob er gerne mit uns Burger essen gehen möchte. Der hat sich natürlich dazu bereit erklärt. Ja. Und da waren wir gestern Abend und da haben wir für euch auch mal ein bisschen was zusammengeschnitten, wie das denn so aussah. Hallo, hallo. Danke, danke. Wir laden Sie ein, weil Sie haben gewonnen. Ja. Wohlverdient, hoffe ich doch. Ja, natürlich. Ich habe immer mitgebracht. Also, ich bin gespannt. Einiges gehört, jetzt werden wir sehen, was kommt. Weißt du, dass man auf jeden Fall drückt? Nimmt schon auf. Ja? Kills me, makes me feel alive. Hey. Das ist die fünfte Runde. Ja, also hoffentlich hat es Ihnen geschmeckt. Es war wunderbar gewesen. Danke. Danke für die Einladung. Danke für die schöne Zeit mit euch. Jederzeit, immer wieder, wenn es irgendwas zur Bundeswehr gibt oder wenn einfach nur Hamburger gegessen werden müssen, bin ich auf jeden Fall am Start. Ja, also das war sehr witzig. Ja, war ein super schöner Abend und der junge Mann war auch super, super und ja. Sehr, sehr, sehr nett. Also wir hatten echt Spaß, wir hatten auch schöne Diskussionen. Und ja. Wir haben uns auch gar nicht getraut, irgendwie sowas in Richtung Illegale zu sagen oder zu machen so oder so. Jemals, ne? Dass man irgendwie irgendwo drüber gefahren ist oder so. Ja. Nein, haben wir nicht gesagt. Wir sind auch schön bei der roten Ampel stehen geblieben. Ja. War sehr schön. War ein schöner Abend. Ja. Also wir bedanken uns auch recht herzlich bei ihm. Es war ein sehr schöner Abend. Genau, also die Bundeswehr hatte quasi ja die Bewertung gewonnen anhand von den Karriereseiten, haben wir ja mit der Cube-Formel analysiert und die Bundeswehr hatte eben da am besten abgeschnitten, weil die Karriereseite wirklich, wirklich top war. Also da konnte man sich nicht beschweren. Genau. Ja. Ja, wir hätten euch jetzt gern noch gezeigt, wie es funktioniert, wie es hier hinten dran aussieht, aber die Kabel sind, glaube ich, sind die zu kurz? Reichen die? Nee, die reichen nicht. Also, weil wir müssen vielleicht mal noch ein Geheimnis aufdecken. Also ich bin jetzt so groß wie die Yasemin, aber eigentlich bin ich nicht so groß. Geh mal runter. Ich bin eigentlich nur so groß. Und ich stehe mal auf zwei Klötzchen. Damit er. Aber guck mal jetzt im Bild. Also ich finde, das sieht ja total goldig aus. Ne? So, kann man mal zeigen, den Größe. Zeig mal die. Guck mal, ich finde, das sieht doch total goldig aus. Ja, jetzt bin ich so ein Größenunterschied. Also ich stehe hier auf meinen Klötzchen.
Genau. Da muss ich immer aufpassen, dass ich nicht runterfalle und irgendwie komisch. So, jetzt bin ich wieder genauso groß. Weil die ganze Zeit mit hohen Schuhen hätte ich das nicht gemacht. Ja, nee, das stimmt, das wäre ein bisschen gefährlich. Aber Gott sei Dank bin ich nicht gefallen. Sind wir wieder auf Augenhöhe. Überleg mal, ich wäre da runtergefallen während der Sendung. Huch. Das wäre spaßig gewesen. Ja, ne? Hättest du das nicht gefunden. Ja. nein, um Gottes Willen. Ich habe immer mein Handy hier dann parat und dann hätte ich direkt den Notruf eingerufen und Bescheid gegeben. Wie fandest du es? Ich fand es cool. Also es hat mir wirklich super viel Spaß gemacht. Man hat doch einfach nochmal so was anderes gesehen, wie immer nur ein Hörsaal, eine Vorlesung. Es war so eine ganz andere Art, wie man gefordert wurde. Ja, genau. Wo wir interviewt haben. Und wir waren an spannenden Orten an der Uni, also der Wertstoffhof. Ja, genau, stimmt, unser Wertstoffhof. War niemandem bekannt vorher. Ja, nee, war schön. Also falls die es geguckt haben, sich dafür interessieren und sagen, hey, genau das möchte ich auch machen oder das ist doch eigentlich ein cooles Format und sich da ein bisschen austoben möchten, kreativ sein möchten, können sich dann fürs nächste Erfahrungen sammeln möchten mit Photoshop neues Wintersemester dann bewerben. Wir haben noch ein Video. Mhm. Sollen wir das zeigen? Ja. Wir haben ein Video für euch, ein Bewerbungsvideo. Das zeigen wir euch gerade noch schnell. Euch interessiert, wie es hinter den Kulissen bei OrgaTV aussieht? Dann dürft ihr diesen Beitrag nicht verpassen, denn wir zeigen euch, auf was ihr euch alles freuen dürft. Bei OrgaTV wird kreativen Köpfen die Möglichkeit geboten, eine eigene Internet-TV-Produktion auf die Beine zu stellen. Ihr erlangt Einblicke in Programme wie Photoshop und Premiere Pro, sammelt Erfahrung in Bereichen Social Media und Homepage-Pflege und lernt Kamera- und Studiotechnik kennen. Wir drehen Videos, schneiden Beiträge, halten Interviews, senden live und moderieren. Außerdem lernt ihr durch die vielen Drehtermine eine Menge neuer Leute kennen und könnt dadurch viele interessante Dinge erfahren. Unter Umständen kriegt ihr parallel noch die Haare schön gemacht. Bei OrgaTV geht es um Teamwork, denn nur wenn alle an einem Strang ziehen, wird die Sendung zu einem Erfolg. Die Woche über wird sich also um die Dreharbeiten der Beiträge sowie um die Akquisition neuer Interviewpartner gekümmert. Hierfür gibt es häufig Teambesprechungen, bei denen wir uns untereinander austauschen. Da das OrgaTV-Team jede Woche Mittwoch um 18.18 Uhr live auf Sendung geht, müssen Mittwochmittag schon alle Vorbereitungen getroffen werden. Das Orga-Studio wird hergerichtet, Plakate werden verteilt, der Sendeplan wird erstellt, die Kameras müssen eingestellt werden, die Lichter ausgerichtet und der Ton bzw. die Mikros überprüft werden. Außerdem müssen sich die Moderatoren absprechen und die Moderation für die aktuelle Sendung planen und proben. Und dann kann es auch schon losgehen. Teil des OrgaTV-Teams zu werden, dann bewerbt euch. Und wir sagen Tschüss. Ja, das Ganze wird ja mit 15 Credit Points belohnt und eigentlich auch der Herr Scholz vergibt immer sehr, sehr gute Noten. Ja, aber also es war auch, man darf das nicht verschweigen, es war schon Aufwand, ne? Aber hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja. Wie wäre es jetzt? Sollen wir das Team mal nochmal zu uns bitten? Ja, zum Abschluss das ganze Team mal zu uns. Und dann kann jeder mal so ein bisschen erzählen, was er gemacht hat. Ja, genau. Wir machen mal unsere Mitros ab. Kommt rein. Seid nicht scheu. So, wer haben wir denn da? Was? Ja, na klar. So, unser Team. Ruhig näher. Hallo. Wie sie sich genieren. Guck mal. Also zu meiner Linken haben wir die Sarah. Was hast du denn gemacht? Was war denn so deine Aufgabe? Ich habe den Ton immer gemacht und ganz viele Beiträge geschnitten. Ja. Hat Spaß gemacht? Sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ich werde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Super cool.
ja, also bewerbt euch. Das war die Sarah. Jetzt haben wir noch den Tanne. Was war deine Aufgabe hier so? Also am Anfang habe ich die Kameraperspektiven eingestellt und habe dann meinen Job abgegeben und habe dann die Beiträge in der richtigen Reihenfolge gezeigt. Manchmal in der richtigen Reihenfolge. Aber war Timing erforderlich, also musstest du immer aufpassen, da war nichts mit Chillen, ne? Ich musste sehr, sehr aufpassen, ne? Auf jedes Wort von euch und das richtige Video zu erwischen. Ja. Genau, also nee, bei mir steht die Jessie. Was hast denn du gemacht? Genau, also ich habe geschaut, dass das ganze Semester über die Beiträge hier live schön gesendet werden, dass die Kameraeinstellung schön ist, dass man jeden von euch gut erkennen kann, dass die Lichter funktionieren, die Kamera gut ausgeblendet ist, sodass wir einfach immer eine gelungene Live-Sendung hatten. Super. Und dann haben wir noch die Ann-Christine. Genau, und ich habe alles einmal gemacht. Auf Moderation, aber damit wäre das dann heute auch abgehakt. Ja, also haben wir vor der Kamera gestanden. Genau. Ja, cool. Das war unser Team. Ja. Sommersemester 2016. Wir sind natürlich von unserer Gruppe mega begeistert. Ja. Gell? Also ja. Wir waren die beste Gruppe. Ja. Auf jeden Fall. Das beste Team. Wir gehen jetzt noch was essen, würde ich sagen. Ja. Zum Abschluss von unserer letzten Live-Sendung gehen wir jetzt noch was essen. Genau. Und wir verabschieden uns von euch. Ja, es hat Spaß gemacht. Nächstes Semester kommt ein anderes Team und dann. Bis bald. Ja, tschüss. Tschüss. So, jetzt machen wir hier das Licht aus. Ja.